pas là. Ça tourne pour le son. Ingres 2, chapitre 1, 6ème. Ingres 2, chapitre 1, 6ème. Ok, je commence mon plan. C'est bon. Ok, Hector, c'est à toi là. Ok. Il y a du vent. Hein. Nous sommes en 1804, c'est ça. Sur le beau détail arrêté. Nous 1804, dies ist ein Detail aus einem der ersten Frauenporträts, die bei Ingres in Auftrag gegeben wurden. Das Bildnis von Sabine Rivière, 32, gemalt in einen ovalen Goldrahmen, während das ihrer 12-jährigen Tochter Caroline im darauffolgenden Jahr in Altarform vollendet wurde. Ich fange langsam an. Madame Rivière sitzt auf einem Kanapee mit Kissen aus blauem Samt. Ein langer Schal aus Kaschmir liegt um ihre Schultern und verläuft einmal um das Bild herum. Die verwirrende Vielfalt der Stofflagen wirkt, als säße Madame Rivière in dem Medaillon aufrecht, während in Wahrheit die Beine ihres halbliegenden Körpers nach links zeigen. Das ist recht originell. Ihr Kleid im Empire-Stil wird durch ein Satinband gerafft, dem wir unter den kleinen Brüsten von Mademoiselle Rivière wieder begegnen, die Ingres wohl bei Tageslicht in seinem Atelier posieren ließ. Eine Landschaft, deren fahles Licht eine spätere Uhrzeit andeutet, dient als Kulisse für dieses Porträt nach Renaissance-Vorbild. Hier ist es kein Kaschmirschal, sondern eine Hermelin-Stola, die ihren Körper umgibt. Nicht ganz klar ist, was die Palme am unteren Bildrand hinter der etwas barocken Signatur des jungen Malers darstellen soll, aber man ist beeindruckt von der Darstellung dieser Wildlederhandschuhe, die bis zum Ellbogen reichen und fingerlos enden. So lassen sie ihre Fingerspitzen frei, von denen Ingres an der linken Hand nur ein winziges Stück Fleisch malt, die Finger der rechten Seite sind nur zu erahnen. Ich wechsle das Bild und nun sind es nicht nur ein paar Finger, sondern eine ganze Hand, die Ingres auf dieser ausgedehnten Fläche des Betts andeutet, auf einem Gemälde, das wir bereits gesehen haben. Gerade auf seinen besten Bildern versteht es der Meister, verborgene Räume zu erschaffen, so wie diesen, den er im Schatten des Faltenwurfs von Madame Rivières Schal umreißt. Il y a pas un trou, mais disons que... Attends, vous allez voir, on va s'approcher. On regarde bien, on monte là, et tout d'un coup, on est dans un autre univers complètement. Il a vachement soigné son truc. Comme un désert, enfin, avec des rochers, enfin, bon, je ne sais pas très bien. C'est l'ombre qu'il y a. Oui, mais il y a une niche. Ça fait donc un petit truc, là. Bon, je vais vous le faire en gros, c'est beau, ça. Je suis désolé, c'est beau. Non ? Oui, c'est beau. Et puis c'est très beau l'ombre, là, regardez l'ombre. Oui. Là, tout d'un coup, on est content, tu vois, regarde, là, on sent un vrai peintre, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis du soin pour quelque chose que nous, deux siècles plus tard, on regarde, quoi. Ouais, c'est beaucoup, tu vois. Oui, j'adore. Ich liebe solche versteckten Bilder wie ein Bild im Bild. Man entdeckt immer wieder neue. Weiter geht's. Die allerersten Porträts von haben diese fleckige, recht farblose Textur, die ihm weniger gut gelingt als seinem Lehrmeister David, von dem er bis 1804 stark beeinflusst ist, also bis zu dem Zeitpunkt, an dem Ingres seine eigene Handschrift entwickelt, glatt und glänzend bei der Wiedergabe von Seide und glatt und etwas vage bei der Darstellung von Haut. In sein Atelier kamen seinerzeit der würdevolle Marcotte d'Argenteuil, ein enger Freund des Malers und oberster Wasser- und Forstaufseher. Der hoheitsvolle Botschafter des russischen Zarenhofs in Rom, Nikolai Grujew, der gefährlich wirkende Chef der Besatzungspolizei in Rom, Baron de Norvins, der vielseitige Joseph-Antoine Moltedo, seines Zeichens Postminister, Erfinder mechanischer Objekte und Pelzhändler, der gefürchtete Chef eines Louis-Philippe nahestehenden Presseorgans, der gutmütige Bankier und Sammler Leblanc, der auch gleich ein Porträt seiner Gattin anforderte. Ihre beiden Bilder wurden schon bald von Degas gekauft. Alles Würdenträger der vornehmen Gesellschaft, also deren ausdrucksstarke Gesichter im Kontext eines eher frostigen Rahmens verblüffen.
mit den subtilen Nuancierungen der menschlichen Haut, für die der Aktmaler zuweilen die ganze Kunst seiner Lasurtechnik aufbietet, kann es nur die breit gefächerte Palette der Stoffe aufnehmen, in die sich die Damen der hohen Gesellschaft kleiden, wenn sie für den Meister posieren. Seide und Musselin bei Sabine Rivière von 1804 konkurrieren mit dem flaschengrünen Samt der Comtesse de Tournon von 1812 oder dem roten Samt der künftigen Marquise de Senon von 1814. Wenn es kein Samt ist, so glänzt die Satin-Oberfläche in Schokoladenbraun bei dem bauschigen Kleid von Madame Marcotte de Saint-Marie, in Blassblau bei der Vicomtesse d'Orsonville, in Rosé bei der Baronin Rothschild oder in Himmelblau bei der Prinzessin Albert de Broglie. Die perfekt gemalten Stoffe lenken stets ein wenig von der Persönlichkeit des Modells ab und begründen Ingres Ruf als Meister im virtuosen und volkstümlichen Sinne. Im 19. Jahrhundert war Ingres gewiss nicht der einzige Maler, der Texturen und Stoffe in einem kalten, wohlgeordneten Rahmen brillant zum Ausdruck brachte, wie dieses Familienbild eines berühmten dänischen Malers derselben Generation. Doch im Gegensatz zu den realistischen Malern seiner Epoche reichert Ingres seine Szenerien an, indem er hier und da Kaschmirschals einfügt und damit den Ecken und Kanten seiner stolzen Porträts die Stränge nimmt und etwas Unordnung in die Komposition bringt. Mit einem breiten Schal, der von einer Armlehne des Sessels zur anderen reicht, der den Oberkörper fast ganz umhüllt oder sich um einen Arm schlingt, während dieser von den Schultern der Madame de Senon hinuntergerutscht ist. Diese Drapierungen sollen das Bild nicht nur beleben, sondern Ingres hat ihnen eine völlig unerwartete Rolle zugedacht. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmungen der anatomischen Deformierungen, für die der Maler bekannt ist. Denn tatsächlich erzeugen diese omnipräsenten Drapierungen rätselhafte Effekte innerhalb der insgesamt recht einfachen Bildanordnung. Hier umhüllen sie den rechten Arm von Madame Rivière, um seine unerwartete Länge zu kaschieren, die einem erst bewusst wird, wenn man die unter der Stoffhülle verborgene Anatomie minutiös nachvollzieht. Das lässt uns automatisch an der übrigens völlig normalen Länge des angewinkelten Arms von Madame Duvancé zweifeln. Außer der älteren Madame de Tournon, deren Porträt sie nicht gerade von ihrer besten Seite zeigt, vielleicht hat sie aber auch keine bessere, profitieren die weiblichen Modelle von prachtvollem Beiwerk. Neben den ohnehin geschönten Gesichtern auch ihre weniger vorteilhaften körperlichen Attribute gefälliger. In Anbetracht einiger Gesichter, feister Glieder, wulstiger Hände oder beachtlicher Trapezmuskeln, die die Schulterlinie verunstalten, findet man eine subtile Hässlichkeit, über die die Pracht der Stoffe hinwegtäuscht. Ingres platziert oft neben seinem Modell einen Sessel, den er mit Handschuhen, Fächern, Hüten und allerlei franzigen Zubehör füllt, eines neuer und luxuriöser als das andere. Er häuft sie in einem spontanen Durcheinander an, das vielleicht den lebendigsten Teil seiner Porträts bildet. Überfluss und Luxus bedecken die Sessel, schmücken aber auch den Unterleib dieser gemalten Frauen mit Anhängern, Broschen und Schnallen aller Art, arrangiert wie auf einem Couchtisch, als Ausdruck ihrer Opulenz. Bei einigen Porträts aus dieser Galerie vornehmer Damen reflektiert ein Spiegel oberhalb des Kamins das Bild ihres Kopfes und verleiht ihnen so ein Profil, wie es auch Picasso gefallen hätte. So erhält ihr Porträt eine weitere fremdartige Note. Nicht nur das Gemälde von Madame Rivière zeichnet sich durch einen zweiten Raum aus, der in einem Winkel der Komposition eine Lücke schafft. Wir finden noch weitere solcher Räume in den Ecken von Spiegeln, unter deren Rahmen Liebesbriefe und Visitenkarten geklemmt sind. Erkennt sie aber auch in dem deutlichen Abstand, der jedes Modell von der Wandtäfelung oder Wandbespannung im Hintergrund trennt. Ich meine, man nimmt hier deutlich die dicke Luftschicht wahr, die uns vom Hintergrund des Raumes trennt, einen Abstand zur Wand, den man im Gegensatz dazu bei der großen Odaliske im Louvre gar nicht spürt. Aber dafür umso stärker in dieser Nische, die zwischen Kamin und Zimmerecke einen Leerraum erahnen lässt, der ausreicht, um darin einen weiß gepolsterten Lehnsessel unterzubringen, von dem man nur die Armlehnen sieht. Ich beende diesen Rundgang mit dem einzigen Porträt einer älteren Frau, das Ingres uns hinterlassen hat. Das Bild der Comtesse de Tournon,
Mutter des Präfekten, von Rom mit Lockenperücke, großen Augen, ausgeprägten Augenringen, vorspringender Nase und fast ironischem Lächeln. Am besten gefällt mir jedoch ihr rechter Arm, bei dem Angre das Wagnis einging, ihn in Längsrichtung teilweise durch den großzügigen Faltenwurf dieses Kaschmirschals zu verdecken. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausdrücke. Ich bin nicht sicher, ob dieses Stück rosafarbenen Fleisches noch einem Arm ähnelt, der von einer Armlehne und einem Schal überlappt wird. Beides sind nicht gerade aus Glas. In diesem gelungenen Gemälde ist der Samt ebenso prachtvoll wie die Darstellung des Gesichts schonungslos. Ingres lässt hier den Realismus des lackierten Holzgriffs, die verschwenderische Fülle des Stoffs und die so schwer zu erzielende, hier aber perfekt gelungene anatomische Harmonie miteinander wetteifern. Ich propose que tu ranges celui-là. Et que tu me donnes l'autre. Tiens, refais de moi ça. Von Ingres 450 fabelhaften Bleistiftzeichnungen dienten nur wenige als Vorlagen für Gemälde. Wenn man sich jedoch die seltenen Zeichnungen jener Personen genau ansieht, deren Identität uns nun vertraut ist, wundert man sich, dass sie bereits auf dem Papier die ganze psychologische Dichte ausstrahlen, die man auch auf der Leinwand wiederfindet. Vielleicht mit Ausnahme dieses sehr schönen Porträts von Marcotte d'Argenteuil, das in Farbe doch um einiges eindringlicher wirkt als in Schwarz-Weiß. Am bemerkenswertesten sind nach wie vor die, deren Modelle, insbesondere bei den Männern, einen ganz natürlichen, ungezwungenen Ausdruck zeigen, wie er bei einem offiziellen Auftragsporträt nie zustande gekommen wäre. Aber beginnen wir mit den Frauen. Madame Lucien Bonaparte, im orientalischen Stil, auf ihrem Kanapee ruhend, strahlt eine gewisse Erhabenheit aus. Wie bei jedem Porträt, das nach Ähnlichkeit strebt, konzentriert sich der Künstler auf die Details des Gesichts, das nur 2 bis 3 Zentimeter des Blattes einnimmt. Genau innerhalb dieses Raums zeichnet er mit sinnlich pointilliertem Bleistiftstrich und gibt damit seinen Modellen die ganze Zartheit des Teints bis hin zu diesem sanften Lächeln, das einen leichten Schatten unter ihre Wange zaubert. Andere Frauen haben rundere Gesichter mit fast schelmischem Ausdruck, wie die berühmte Madame des Touches, die uns in einem Schriftstück verrät, sie sei dankbar dafür gewesen, dass Ingres sie hübscher dargestellt habe, als sie sei. Sicher hat der Maler ihre Rundungen etwas geschönt und ihr Kinn durch einen geschickten Schattenverlauf kaschiert. Auf diese Weise hat er wohl das Doppelkinn vieler seiner Modelle bewusst übersehen, nur nicht bei seiner eigenen Frau, die er nicht verschonte. Auf anderen Zeichnungen entdeckt man einen ganz anderen Frauentyp, oft jünger, zutiefst unschuldig, mit Mittelscheitel, aufgestellten Kragen und großen Augen. Frauen, für die meine Mutter ohne weiteres ihre Hand ins Feuer gelegt hätte. Doch durch ihren direkten Blick und ihre Schmollmünder geraten diese Porträts eher zweideutig, lüstern à la Stanley Kubrick. Die jüngeren Männer sind fast ausnahmslos Dandys und erinnern entweder an Rastignac oder Dorian Gray. Arrogante Stutzer mit dem leeren Blick unerschrockener Draufgänger oder romantische Gecken, die ihre Empfindlichkeit zur Schau tragen als Zeichen ihrer Verführungskunst, in denen man Franz Liszt wiederzuerkennen glaubt. Ingres verstand es, den außergewöhnlichen Persönlichkeiten in seinem Umfeld ihren typischen Charakter zu entlocken. Die ungewöhnliche Entschlossenheit von Victor Baltard, dem Architekten des Pariser Gare du Nord. Die Sprödigkeit und Leidenschaft von Paganini, dem berühmtesten Jäger seiner Zeit. Oder die shakespearsche Inbrunst des Malers Guillon Lettieri. Was die sozioprofessionellen Kategorien der Musiker, Bildhauer, Architekten, Ärzte, Maler und Amtsträger ab 30 Jahren aufwärts betrifft, so porträtiert sie Ingres umso introspektiver und gelungener, je älter sie werden und je stärker sich ihr jeweiliger Charakter ausprägt. Ingres scheint tatsächlich die ganze Bandbreite des Ausdrucks seiner Mitmenschen abgedeckt zu haben, die man auf einem Antlitz lesen kann. Von der finstersten Verschlossenheit bis hin zur überschwänglichsten Offenheit. Beginnen wir mit der Leutseligkeit dieses Geschichtsschreibers und dieses Malers, von denen man nicht sagen kann, welcher von beiden der kindlichere, gutmütigere und genusssüchtigere ist.
fahren wir fort mit der etwas subtileren Aufgeschlossenheit dieser Herrschaften verschiedenen Alters, bis sich plötzlich unser Sympathievorzeichen mit diesem Gesicht umkehrt, das eher Zögern auszudrücken scheint und uns den verdrießlicheren Weg durch eine Galerie der sorgenvollen Köpfe bahnt, wobei dieser nicht etwa einen Kafka-esken Buchhalter aus den 1920er Jahren darstellt, sondern einen Theologen aus der Zeit um 1830 bis hin zum finstersten Ausdruck des Misstrauens, der bei diesem Mann etwas Gerissenes hat und uns bei diesem anderen sogar veranlasst, selbst den Atem anzuhalten, aus Furcht, etwas Falsches zu sagen. Man könnte das ganze Dilemma durch eine simple Frage auflösen. Ist jemand verkrampft? Ist er also besorgt um sein Ansehen und dadurch verklemmt? Gerade von den Menschen, die am wenigsten verklemmt sind, entstehen die schönsten Porträts. Die gewagtesten Antworten finden wir in den gelungenen Darstellungen solcher zerzausten, gutmütigen, desillusionierten, aufrichtigen und unbeschwert Gestalten, die in ihrem Leben angekommen sind, vor Natürlichkeit nur so strotzen, neugierig sind auf das, was sie sehen, oder fast schon traurig, wie in diesem so bewegenden Porträt eines Virtuosen, dessen heimliche Freude seine Leidenschaft für die Violine ist. Mais on peut filmer les autres auteurs, moi ça me gêne pas. Kommen wir zurück zur Malerei. Während die Stoffe bei Ingres nichts mit antiken Drapierungen gemeinsam haben, sondern ganz ungeniert in allen modernen Details ihres natürlichen Faltenwurfs dargestellt werden, erfährt die Haut bei ihm zahlreiche kosmetische Eingriffe. Man erkennt viele unscharfe Bereiche in den weiblichen Gesichtern, so als hätte ein Fotomonteur nachträglich ihre Augenringe wegretuschiert, so wie bei diesem etwas verschwommenen Gesicht, oder der übertrieben stark gepuderten hübschen Celie, oder von Mademoiselle Rivière, deren Ohrring mit den verschwommenen Konturen ihres Ohrs kontrastiert. Diese Weichzeichnung der Haut hebt Ingres mit Eheringen, Armspangen und Gliederketten hervor. Er setzt diese verschwommene Darstellung des Fleisches etwas zu systematisch ein, etwas zu regelmäßig. Wie es sich selbst sein hochverehrtes Vorbild Raphael nicht erlaubt hätte. Seine männlichen Porträts in Öl unterzieht Ingres einer gründlichen Enthaarung und taucht sie damit quasi in Formalin, so dass die Knochen und Muskeln in Napoleons Gesicht scheinbar nur durch die Spannung einer elastischen und homogenen Hülle zusammengehalten werden. Die beim Herzog von Orléans vollständig zur faltenlosen Maske erstarrt, ganz zu schweigen von dem übermäßig breiten, allzu symmetrischen, kaum menschlich und noch weniger göttlich wirkenden Spielzeugkopf des Jupiter. Unter all diesen kaum verformten und seltsam blasiert wirkenden Männerköpfen und all den durch kosmetische Vorbehandlung oder manuelle Retusche korrigierten Gesichtern ist das Menschlichste wohl das von Monsieur Bertin. Das Modell ist missgestaltet genug, um dem Künstler hier sowohl sein Streben nach Wahrheit als auch sein Faible für das Bizarre zu ermöglichen. Ein Kropf, der über den Kragen quillt, schmale Lippen, stechender Blick, Gerstenkorn im Augenwinkel und das wild zerzauste Haar eines Greises. Nie hat Ingres die Hässlichkeit eines Mannes so schön dargestellt. In dem absoluten Meisterwerk von 1832 vereint der Maler sämtliche Vorzüge seiner höchst eigenen Kunst. Die Nuancen des Anzugs und Westenstoffs, die hyperrealistische Darstellung der Taschenuhr und der Armlehne, deren Spiegelung sie als Mahagonimöbel identifiziert. Die exzellent getroffene bedrohliche Stellung der Arme, mit denen er sich an den Oberschenkeln festhält und als einziges Zugeständnis an seine Schwäche für anatomische Deformierungen, die hier umso wirksamer ist, da sie sparsam eingesetzt wird, die Darstellung der breiten, krallenförmigen Hände, von denen die rechte eigenartig paddelförmig aussieht, während der Daumen der linken irgendwie ausgekugelt wirkt. Bei Monsieur Bertins Ehefrau könnte man auf den ersten Blick meinen, Ingres habe sich hier so richtig ausgetobt. Aber wer Madame Bertin nach ihrem verquollenen Gesicht, ihrem Damenbart, ihrer biederen Haube oder dem an einen Strampelanzug erinnerten weißen Kleid beurteilt, der täuscht sich. Ingres gab ihr einen äußerst würdevollen Blick, so dass man ihr lieber nicht zu spöttisch in die Quere kommen sollte. Mais c'est fort, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une qualité nette de l'image,
moderne de ce point de vue-là. Tu vois, au sens de... Comme depuis, je sais pas, comme quand aujourd'hui on trouve que... oh là là, c'est tellement mieux une image de 50 millions de pixels que 30 millions de pixels. Dans cette esthétique-là de l'image. Tu sais, quand mieux c'est défini, plus on trouve ça mieux, plus beau, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Or, on est un peu là-dedans. On est dans l'image Sony, si tu veux, avec Ingres. C'est ça que Ingres apporte. Alors, il me fait trop rire, parce que Ingres, c'est un grincheux qui t'explique que tout le monde est dans la décadence, que l'époque n'a rien compris à rien, et que lui, c'est le seul flambeau qui perpétue Raphaël, alors qu'il en est très très loin. Ingres praktiziert einen Realismus, den ich als taktil bezeichnen würde, denn er bevorzugt textile und fleischliche Materialien, die zum Streicheln einladen. Er lässt die virtuelle Hand des Betrachters, sein Auge, den Hermelin, den Samt, den Satin, den Tüll oder die menschliche Haut berühren. Da Ingres nicht der einzig derart virtuose Maler Europas war, habe ich mich gefragt, weshalb gerade er der bekannteste ist und mich noch anderswo umgesehen. Kenner hatten mir seit langem geraten, mich mit dem goldenen Zeitalter der dänischen Malerei zu befassen, deren Können nicht weniger beachtlich ist und deren unangefochtener Begründer der drei Jahre nach Ingres geborene Eckersberg ist. Deshalb filmte ich in Kopenhagen einige Meisterwerke dieses dänischen Malers, um ihre Textur mit der des Meisters aus Montauban zu vergleichen. Während Eckersbergs Bilder um einiges kleiner und die Gesichter deutlich nordischer geprägt sind, findet man auch bei ihm den gleichen neoklassizistischen Einfluss, das gleiche malerische Gespür, das es ihm erlaubt, zwischen Vergoldung und Gold zu differenzieren und auch das gleiche Bestreben, dem leeren Raum Tiefe zu verleihen, indem er seine Modelle vom Hintergrund trennt, sowie die gleiche Genauigkeit bei der Wiedergabe der Spiegelungen auf lackiertem Holz oder bei einem griechisch-römischen Flachrelief. Man findet hier auch die gleichen ungewöhnlichen Darstellungen der weiblichen Anatomie, deren sensibelste Stellen betont werden, und diese Art möglichst präzise herauszuarbeiten, wie dieses nackte Modell gedankenverloren mit seinem Schuh auf dem Kachelboden spielt, was uns deutlich an die Badende von Valpenson erinnert. Während der Dreharbeiten erfahre ich vom Kurator des Kopenhagener Museums, dass Eckersberg in Paris in Davids Atelier ausgebildet wurde, genau wie Ingres. Er arbeitete nur 300 Meter von Ingres Atelier entfernt, als beide sich in Rom aufhielten. Sie sind gewissermaßen Konkurrenten. Vergleichen wir also Ingres spektakuläre Stoffe, ihre elektrisierenden Farben und ihre satinglänzenden Effekte mit der Zartheit dieser weißen dänischen Stoffe, die nicht weniger virtuos dargestellt sind. Wenn man sich eingesteht, wie malerisch virtuos dieser Anhänger über der zarten Spitze und dem gelben Satin dieses dänischen Porträts baumelt, fragt man sich schließlich, ob nicht die Darstellung der Stoffe, die der französische Maler zeigt, im Vergleich dazu etwas otzig ausfällt. Fast möchte ich sagen, neureich. Allerdings müssen wir einräumen, dass all diese Kleidungsstücke der Personen, die uns mittlerweile vertraut sind, der braune Satin, der schwarze Samt, der roséfarbene Satin, der grüne Samt, der blaugraue Satin, der rote Samt und vor allem der himmelblaue Satin, das Auge, allein durch ihre farbliche Intensität faszinieren, die kein anderer Maler je so brillant wiedergegeben hat. Seit Vermeer im 17. Jahrhundert, Holbein im 16. und Van Eyck im 15. Jahrhundert findet man eine lange Liste von Genies, deren Stoffe noch um einiges sorgfältiger ausgearbeitet sind. So zum Beispiel diese Robe, auf der man jeden einzelnen Stich der Stickerei erkennt. Es ist also paradox, dass ausgerechnet die Malerei von Ingres, der deutlich oberflächlicher vorgeht, uns die Illusion einer höheren Auflösung vorgaukelt. Wenn ich mir erlauben darf, einen Ausdruck aus dem Hightech-Vokabular zu verwenden, Ingres malerischer Schatz zeigt uns letztendlich die telegensten Bilder, die ein Maler je ausgeführt hat. Bilder, die wir in dieser kleinen Retrospektive noch einmal detailliert Revue passieren lassen. Man findet hier die leuchtenden Details, die hohe Farbsättigung, die gestochen scharfen Formen, die Brillanz der Bilder und die staubfreien Flächen, mit denen die sich permanent überbietende digitale Bildindustrie uns für ihre neuesten Errungenschaften begeistert und die Videosysteme in die Steinzeit verbannt.
Da die Abendroben Madame Rothschilds oder Madame d'Orsonvilles auch durchaus aus unserer Zeit stammen könnten, natürlich aus einem etwas exklusiveren Kontext wie einer Rotaria-Rally oder einer Gala, und weil diese Bilder auf eine Weise fotogen sind, wie sie in der Geschichte der Malerei bislang unerreicht ist, kann man plötzlich Ingres enormen Erfolg bei der Nachwelt in Übersee verstehen. Über die Hälfte seiner Porträts hängen in den angelsächsischen Sammlungen von London, Washington, Philadelphia oder New York. Und so hat Ingres scheinbar in den Augen des Adels von einst und der Hochfinanz von heute, aber auch in den Augen all jener Erdenbewohner, die die Malerei erst von ihrem iPod aus entdecken, genau das definiert, was die klassische Malerei an höchstmöglicher Modernität, Peppigkeit und Pracht zu bieten hat. Damit hätten wir die Porträts von Ingres abgehandelt. Danke. Une voiture.